Kurzum gesagt, Freunde, wir sind heute hier für den Rock'n'Roll, für die Rockmusik verantwortlich. Deswegen spielen wir jetzt Musik von einem Mann, der hat die Gitarre nochmal neu erfunden in den 50er Jahren. Ohne den würde es vielleicht die Musik von heute gar nicht geben. Mr. Chuck Berry, Johnny B. Goode.